Und weiter geht es im Cartoon Obby. Ja, von der Stage 100 gucken wir mal, wie weit wir so kommen. Ja, im letzten Video hatten wir die ersten 100 Stages gemacht. Ob wir jetzt 100 Stages machen, ihr könnt es ja schon in der Videobeschreibung sehen, ob es, ja, sensationell, ob es quasi 100 Stages sind oder ob es nur 50 sind. Ja, werde ich jetzt gleich dann auch gewahr. So. Achso, jetzt geht das hier so hoch. Wunderbar. Jawohl. Gut geschafft. Ja, der Tunnel hier wird tatsächlich so ein bisschen enger. Wow. Ja, aber der Map-Ersteller hat ja auch gesagt, es soll jetzt ein bisschen schneller gehen. Schwerer wird es. Ob es schneller geht, ist eine andere Frage. Ups. Ja, das sieht auch gut aus. Wunderbar. Ja, da können wir mal ein bisschen abkürzen. Findet ja immer so lustige Stellen zum Abkürzen. Oh, das war aber mutig. Uiui. Ja, die sind ein bisschen Schieflage. Aber auch die Schieflage kann uns nichts. Oh, oh. Ah, das muss wirklich weh getan haben. Ah. Oh, ja, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve ist gerade die Figur hier runtergeburzelt. Vor allem, das sah eben gerade so ein bisschen aus wie, nein, ich nehme keine Freundschaftsanfragen an, immer noch nicht. Das sah halt auch so ein bisschen fast aus wie so, ach ja, das war jetzt ein bisschen zaghaft. Ja, das sieht man hier auch so wie so eine Marionettenpuppe. Ja, wer weiß, am Ende ist die Roblox Figur nur eine, ja, Marionette. Ja, hier war ich jetzt gerade ein bisschen mutiger. Ja, aber Mut wird nicht immer belohnt, weil ich jetzt dachte, wenn man runterspringt, kann man ja eigentlich über zwei ja, doch. Ja. Aber wenn man zu viel will, dann klappt es natürlich nicht. Ja. Na gut, also dafür konnte ich jetzt aber wiederum nichts, wenn die Figur so einen Ausfallschritt macht. Das ist immer wieder ärgerlich, weil da sage ich mir auch immer, soll man doch der Figur mal die Beine zusammenbinden, dann kann es. Ja, das war wieder zu mutig. Dann kann nichts passieren, wenn man der Figur die Beine zusammenbindet. Ja. War auch wieder ein bisschen mutig, aber diesmal ist es geklappt. Schiene, oh, Förmchen, gut. Sehr gut. Achso, das war jetzt nur das Abzeichen. Ja, man muss halt auch sehen, also weil gerade hier in Roblox werden die Parts halt auch immer sehr, sehr groß. Da muss man halt auch mal abwägen, weil das einzige Manko tatsächlich von meinem Gaming-Laptop ist, ich habe halt hier nicht sehr viel Speicher drauf. Das ist sonst halt Top-Leistung hier mit 16 GB RAM und 2,5 im Prozessor, aber eben eine sehr kleine Festplatte. Das ist das Problem.
Na gut, aber man kann halt auch nicht alles im Leben haben. Aber zur Not gibt es ja auch externe Festplatten, die man ja per USB anschließen kann. Dann hat man ausreichend Platz. Ja, jetzt die Frage. Ja, okay. Also nicht den Kreis berühren. Ist gebongt. Kann man das? Ja. Gut, hier haben wir verschiedene Grüntöne. Jetzt haben wir Blautöne. Na, das war ein bisschen getrickst. Jetzt war ich gerade von dem Gespringe ein bisschen sehr verwirrt. Aber alles noch mal gut gegangen. Und mal wieder Hürdenlauf. Also so Dinger hasse ich ja tatsächlich. Wenn dann so am Ende quasi dann das nicht Berührungsding ist. Okay, den Mittelbalken darf ich scheinbar auch nicht berühren. Ach ja, jetzt sehe ich, das ist ja auch ein ganzes Ding. Okay, daran ist dann gerade etwas gescheitert. Ja, so, jetzt klappt es aber. Ach so, das ist gerade auch. Ach nee, nee, das sind doch zwei verschiedene Farbtöne. Ich dachte, es ist irgendwie ein Schatten von oben. Okay. Okay, einfach okay. Ja. Genau, weil das ist so. Hast so eine Art Wendeltreppe. Das gleiche Fehler zweimal, also herzlichen Glückwunsch. Okay, das ist ein großer Balken. So, da. Ja, das geht ja auch noch. Und selbst wenn wir es genau nicht da drauf schaffen würden, dann. Ah, das war ja hinterhältig, da rutscht man ja ab. Perfekto. Wo waren da jetzt der Fehler? Ach so. Das in der Mitte darf man halt eben nicht berühren. Das haben jetzt nicht gut. Okay, das ist ja. Das ist ja wirklich gemacht hier. Ja, aber das ist Kreativität, sowas liebe ich doch dann auch.
Ja, da vor Freude springen wir erstmal in den Tod. So ist es halt nur manchmal. Also wir machen noch weiter. Ich will ja mal nicht so geizig sein. Was? Immer sehr lustig, wie die Puppe immer die Haare verliert. Ne? Das ist jetzt, ich weiß auch nicht, warum sie eben gerade die Puppe nicht dran festgehalten hat. Ja, das war schon selten dämlich. Ach je. Ein bisschen motivieren, ein bisschen Motivation kann man immer gut gebrauchen. Ja, nicht wieder in den Freitod springen. Ja, manchmal hier hat man dann hier eine suizidale Roblox-Figur, ne? Wer weiß. Das sind so die zweite Persönlichkeit in einen und das Ganze in Form einer Roblox-Figur halt. Weil das sehr strange ist, aber egal. Okay, da darf man eben nicht drauf. Gut, dann tanzt dich mal in den Tod wieder. So, also in das. Nicht in das Kräftige rein. Gut. Dann passt das sehr schön. Okay, hier ist scheinbar egal gewesen. Zwischen, ja. Ah, da wurde jetzt mal eine Wand dazwischen gesetzt, dass man da quasi nicht abkürzen kann. Jetzt, na gut, jetzt noch 29. Ups. Hoch. Ah, was war das denn? Das ist abgeprallt. Jetzt aber. Das Problem war, ich habe. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Tatsächlich habe ich eben gerade so. Gerade so ein bisschen meine Augen, glaube ich, ein bisschen verrückt gespielt. Weil du kriegst halt wirklich hier ein. Okay. Ja, teilweise wirklich hier.
Ach Mensch, mach doch keinen Spreizfuß schon wieder. Weil du kriegst halt wirklich teilweise ja eine zu viel. Hör auf, so einen komischen Spreizfuß schon wieder zu machen. Ist das hier Nerven auftreiben, so noch 25. Da haben wir einen deutlich längeren Part. Ja, erstmal wieder in den Tod hineinspringen. Vor Freude, macht ja auch Spaß. Stimmt halt wirklich, also kriegst hier wirklich also kriegst hier wirklich so epileptische Anfälle ja fast. Also gerade wenn du halt hier im Dunkeln auch noch sitzt. Okay, hier hätte ich wahrscheinlich nicht. Genau, da hätte ich nämlich nicht dran springen dürfen. Ich wollte es nämlich jetzt gerade mal austesten, deswegen. Uns da so lang gesneakt. Ja. So ist das manchmal. Ups. Ja, immer schön in die Lücke. Lücke, Lücke, Lücke. So, jetzt haben wir ein paar Regenschirme. Oder Pilze oder wie auch immer. Also hat man eigentlich einen guten Flow. Ja, so wahrscheinlich nicht den Rand berühren, oder? Ja, nicht den Rand berühren. Da auf den. Zack, hier wieder in das Startfeld hinein. Okay, das kann ich wenigstens berühren, den Block. Muss man jetzt hier so ein bisschen lang sneaken. Vorsicht. Ja. Jetzt nichts berühren, Vorsicht, ja. Ich muss unbedingt beim nächsten Mal, glaube ich, hier mit Licht spielen, weil ich krieg echt wirklich gleich hier einen halben epileptischen Anfall hier. Da drauf. Nee, okay, nicht da drauf. Ja, mittlerweile gibt es, glaube ich, zumindest Stand, wo ich jetzt hier aufnehme. Zack, jawohl. Congratulations, you made it past the second zone.
Now I know you are a good strain. Stages will continue to get more difficulty. Please leave a like if you enjoy the game. Ja, genau, war auf jeden Fall gut. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 265. Wenn auf 300 dann geupdatet wird, geht es dann hier weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gut, 20 Minuten haben wir jetzt gemacht und bis zum nächsten Mal zu diesem Hobby hier in Roblox. Und bis dahin heißt es wie immer und ciao.